So, und damit willkommen zu einem Spiel von dem guten YouTuber oder unter anderem von dem YouTuber, Gott, wie heißt der? Sergeant Rumble, glaube ich. Und ja, Host joined Lottery, Creepery, ja, keine Ahnung. Muss man das im Multiplayer zocken? Start a new game. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich weiß, dass es ein paar Sachen gibt, die man suchen und finden kann, die man freispielen kann. Aber ich habe noch nicht wirklich viel damit gemacht. Tatsächlich starte ich es das allererste Mal. Ja, unser Gnom ist nackig. Wieso ist er nackig? Okay. Was war denn das? Nein, ich zeig das nicht von vorne. Oh Mann. Was habe ich mir da für ein Game geholt? Okay, also ab sofort können wir jetzt in den nächsten Raum. Oh, das ist jetzt das doof mit dem blöden Kabel hier. Wartet mal. Ich hasse Kabelgewürdel hier. Immer derselbe Käse. Warte mal kurz, ich muss mal kurz meine Dose hier irgendwie saven, dass die Fliegen nicht in meine Dose reingehen. Nee, ich habe mich in Foundation noch nicht eingelesen. Ich hatte noch gar keine Zeit, das neu zu zocken, weil ich habe den ganzen Tag heute Borderlands. Doch, stimmt schon. Ich habe den ganzen Tag heute. Ich habe mich verfehlt. Mist, du Sack, du Sack, du Sack. Ich habe den ganzen Tag Borderlands und Mist Survival aufgenommen und habe dann vorhin, als ich Mist Survival habe ich mittlerweile schon gerendert, aber habe dann vorhin, als ich als ich Borderlands rendern wollte, das wollte ich eigentlich vor Mist rendern, weil eigentlich dann heute noch eine Folge hätte kommen sollen, ist mir aufgefallen, dass aus irgendeinem unerfindlichen Grund die letzte Folge in der Aufnahmesession, weil ich nur die richtig überprüft habe am Anfang, dass die komplett asynchron ist. Und das ist dann doch ein bisschen dumm gewesen. Alter, wieso trifft er mich, ey? Blöde Fliege, geh weg jetzt da, Mann! So. Und ich hatte dann noch keine Zeit, mich halt reinzufuchsen in Border, in Foundation. Noch keine Zeit gehabt. Ich habe auch vorhin überlegt, was ich jetzt eigentlich streamen will, weil ich hatte ja mir noch Vampire gekauft und eben jetzt hier Loot King. Ach Mist, jetzt bin ich selber betäubt. Oh Gott, nein, 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 nein. Hallo, was, warum hüpfst du nicht? Ich bin doch voll gesprungen, Alter. Bling bling. Ah, jetzt haben wir eine Mütze auf. Woher kenne ich denn dieses Gesicht? Also, oh, das ist so ein Allerweltsgesicht, das hat jeder. Nein, ich kenne das Gesicht. Oh, schaut mal, wir haben einen größeren Radius mit unserem Schlag. Nee, ich kenne dieses Gesicht. Kommt mir aus irgendeinem Film bekannt vor, aus irgendeinem kleinen Horror-Game oder so. Und wir haben gar nichts gekriegt. Was für eine Schweinerei, obwohl ich total viel eingesammelt habe. Das ist echt eine Schweinerei. Ich habe mir drei Spiele geholt. Loot King, das ist das hier. Foundation, das haben wir gestern schon gespielt. Und dann habe ich mir noch wie heißt das Game? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Au. Ach so, Vampire habe ich mir noch geholt. Fandest du Foundation interessanter ist das jetzt echt? Foundation ist halt für. Also ich finde halt solche Spiele sind für Zuschauer halt immer irgendwie langweilig auf Dauer. Also ich persönlich schaue sowas gerne an. Aber auf Dauer wird es dann doch immer ein bisschen langweilig. Weil es ja im Prinzip halt. Weil solche Spiele halt eigentlich wirklich eher was sind für selber zocken, finde ich jedenfalls.
Wieso bin ich jetzt verreckt? Ich habe dann noch Full Life gehabt. Kleinen Moment. Ich würde sagen, wir beenden den Stream erstmal. Ist mir gerade so doof. Mit den Idioten und alles.